И как живете на Колыме? Я нормально. Серьезно, вы не знаете, что это гуляк? Гуляк? Да. Гуляш? Не гуляш, гуляк. Wow, auf Kolyma lebt man gefährlich, komisch, skurril, absurd. Da ist alles drin. Das war auch schrecklich. Kolyma, die Straße der Knochen. 2000 Kilometer lang, Sibirien. Eine unwirtliche Gegend. Minus 60 Grad im Winter, plus 40 Grad im Sommer. Die Straße führt über Massengräber. Zu Stalins Zeiten lagen hier die Gulags, die Arbeitslager. Straftäter, politische Gefangene, Zwangsarbeiter schufteten in den Gold- und Uranminen, verhungerten und erfroren zu Hunderttausenden. Kolyma, ein verdrängtes Kapitel russischer Geschichte. Manchmal hatten wir Albträume gehabt. Das ging nicht nur mir, sondern jedem, der dabei war. Und manchmal wiederum war so wie so ein hysterisches Lachen. Aber wir haben gar nicht gelacht. Das war nur so wie Übersprungshandlung, weil man versucht, das zu begreifen. Was da geschah, man wird andauernd konfrontiert mit Zeitzeugen. А здесь лагерь был, тут поселок был вот здесь. Вот. Декабря 52 года. Я только приехал туда, привезли вернее. И меня уже судили. За что? За покушение на Сталина. Ну и там судили меня к вышке. Говорю, давай мы ее заморозим. Бросили меня в морозильную камеру. Что вы едете, ребята? По кладбищу! По кладбищу! 15 Zentimeter, туда и черепа, кости. Wenn du wirklich was von Russland erfahren willst, von dem gigantischen Imperium immer noch, dann musst du in die Provinz, zum Beispiel nach Kolyma. 6 Monate war Stanisław Mucha unterwegs. Nicht um einen Film über Gulags zu drehen, nein, er war neugierig auf die Menschen. Wer lebt hier? Это наша лаборатория, летняя лаборатория. Здесь проводим эксперименты. А какие эксперименты? Для омоложения человека. Das ist so ein Planet oder Heimat für ein bisschen Aussteiger. Also Menschen, die etwas anders im Leben wollten. Самый большой бриллиант, как гранка идет. Das sind Menschen, deren Träume total eingefroren wurden. Die tauen nicht mal im Sommer auf. Что те власти были хороши, что сейчас хапуги варьё. Это же всё правда. Что тут скрывать? Кто-то жирует, а кто-то ниществует. Die Menschen waren unglaublich offen. Das sieht man, glaube ich, auch im Film. Kein leichter Dreh. Beobachtet vom russischen Geheimdienst. Im Winter so eiskalt, dass man beim zu schnellen Atmen Blut hustet. Hungrige Bären entlang der Straße, vom Uran verstrahltes Gelände. Wenn man auf Kolyma einen Kompass auspackt, da tanzt die Nadel von alleine wie verrückt. Туда воду наливаю и подключаем этот аппарат. Сколько будет Volt? 110.000 Volt. Belohnt wurde der Dokumentarfilmer mit unglaublichen Begegnungen. Da leben die Menschen auf den Knochenbergen der Vergangenheit und träumen vom ewigen Leben. Todtraurig und gleichzeitig saukomisch. Глаза, слух, уши. Если у человека, например, ноги нету, инвалид, да? Wie findet man solche Typen? Ein bisschen Glück und Freundschaft mit Engeln wie Dämonen, das ist eigentlich Existenzminimum eines Dokumentarfilmes. Und so finde ich meine Personen. Kolyma startet heute im Kino und zeigt das Russland, das in den Hochglanzbildern der Fußball-WM nicht vorkommt. Sehr intensiv, skurril, traurig und gut.